Liebe Fans, liebe Gitarristen, hier ist Henrik Freischlader. Die lieben Leute vom Guitar Summit haben mich gebeten, ein paar Videos zu machen. Von ein paar Songs vom neuen Album Missing Pieces. Ein paar Songbeispielen, ein paar Licks und ein paar Riffs. Und mit meinem Equipment, was ich euch gerne zeige, direkt zu Beginn. Das ist eine alte Voxbox mit blauen Bulldogs. Bisschen kaputt schon. Mein allererster Amp, ein 33 Watt Realtone. Ein Hallgerät, Röhrenhallgerät, auch von Realtone. Ein etwas stärkerer Amp von Realtone. Ungefähr 50 Watt hat der. Dann eine Marshall Box aus den 70er Jahren, auch schon ziemlich kaputt. Und jetzt auch mal wieder bestückt mit den Original-Speakern, mit Greenbacks. Dann habe ich eine ES-345 dabei, eine Stratocaster, meine Telecaster, eine Les Paul. Das ist ein Makeover von Florian Jäger. Spiele ich sehr gerne und auch schon sehr lange. Und hier habe ich ein sehr überschaubares Effektboard inzwischen mit einem Deja Vibe von Fulltone, einem Tube Screamer TS-808, dann einem Realtone Booster Schrägstrich Verzerrer, würde ich sagen, Y7 mit Level, Tone und Volume. Man kann einerseits so ein bisschen Verzerrung einstellen, dass es auch schön singt, aber ist auch ein sehr guter Booster, um einfach ein bisschen die Lautstärke anzuheben. Dann habe ich ein schönes Haze Fuzz 67 von Isle of Tone, klingt auch sehr gut. Einen ziemlich genauen Tuner von Patterson. Meine Ledebox, um die beiden Amps mit dem Board zu verbinden. Und natürlich auch die Gitarre. Und die Stromversorgung von Pedal Power von Voodoo Lab. Nummer 2. Mit Plus dahinter. Auch sehr zuverlässig. Eine schöne Lampe. Ein Plektrum oder Tron. Ich weiß bis heute nicht, wie es genau heißt. Und dann gucken wir mal, was passiert. Bisschen mehr Hall mache ich jetzt rein. Plektrum. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach das erste Lick vom Anfang. Von New Beginning, einem neuen Song auf der Platte. Ganz einfach zu spielen. Aber ziemlich schön, um Gefühl zu üben. Und um immer wieder eine Variation eigentlich in die Töne zu stecken. Und ich mache einfach mal vor, startet mit der G-Seite im 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bund. Also startet damit nicht, aber wir brauchen es auf jeden Fall. Eigentlich startet es mit der B-Seite im 12. Bund. Man zieht die hier hoch, hat dann schon mal eine echt gute Chance für ein Vibrato. Das kann schnell sein oder langsam, je nachdem wie ihr euch fühlt. Dann kann man die Saite schön zurückfallen lassen. Dann hier nochmal ein schönes Vibrato drauf geben. Dann sage ich mal noch was zu den Saiten. Also hier B-Seite, 12. Bund. Da zieht man die hoch, lässt die dann zurückfallen auf den 12. Bund und geht dann auf den 10. Bund auch auf die B-Seite. Dann gibt es so ein paar Variationen. Und da brauchen wir dann die G-Seite im, was war das nochmal, 9. Bund. Ganz einfaches Lick, kann man aber viel mitmachen und es macht Spaß zu spielen, finde ich. Und dann gibt es auch noch was Schönes, was man eigentlich mit jeder Gitarre gut machen kann, nämlich wenn man schon so einen Ton zieht, der lange steht und auch dann ein schönes Vibrato hat, kann man
sagen wir mal, mit Lautstärke 7 anfangen und dreht dann noch so ein bisschen was dazu, während der gezogen wird. So viel erstmal dazu. Jetzt vielleicht als kleine Idee, wir lassen jetzt einmal den Part laufen, dann könnt ihr das Lick mal üben. Dann kommt die Bridge vom Song, ich spiele so ein bisschen mit, begleite euch. Und dann bin ich ja immer großer Freund davon, eigentlich nicht so viel zu üben, sondern mehr einfach zu spielen. Denn dann übt man automatisch und dann könnt ihr mal das Solo mit meiner Band zusammenspielen. Und wir lassen das Solo einfach laufen und ihr könnt vielleicht zu Hause oder wo auch immer ihr gerade seid, einfach dazu Gitarre spielen. Das macht eigentlich immer am meisten Spaß. Viel Freude! Man, it breaks down. Smell.
smash that artificial crown. Worried man's our way to fall now. Need to get that freedom. Das war Power to the Peaceful, auch ein Song vom neuen Album Missing Pieces. Und da könnten wir einmal das Hauptriff machen. Das habe ich ja am Anfang schon vorgespielt. Das Lied ist in, muss ich selber überlegen, dass ich nichts Falsches sage, Cis. Ist auf jeden Fall hier über C, ein Halbton über C. Und das geht folgendermaßen. So, und da ist es eigentlich gar nicht so wichtig, dass man das super sauber spielt, sondern viel wichtiger ist für mein Empfinden, dass das Timing gut ist und dass man hier in der rechten Hand, ich mache jetzt mal so ein bisschen leiser, dann hört man das Timing hier besser, so einen eigenen Schwung hat und dass die rechte Hand eigentlich nie richtig zur Ruhe kommt, dass die eigentlich immer in der gleichen Bewegung ist, also so. Eigentlich wie Schlagzeug. Ich habe ja hier und da schon mal so einen kleinen Workshop gemacht und da habe ich auch immer gesagt, wenn man so ein bisschen so spielt, wie der Schlagzeuger spielen würde auf der Gitarre, macht es direkt ein bisschen mehr Spaß, weil man dann immer mit dem Schlagzeuger zusammen in Time ist sozusagen. Ich spiele es jetzt mal langsam. Ich greife immer mit dem Daumen, weil ich nicht so eine besonders gute Technik habe. Hier die E-Seite eigentlich immer so als Bassnote. Damit ich auch so ein bisschen mehr, ja, untenrum habe auch und auch sogar ein bisschen den Bass mit reinspielen kann. Und dann geht's oben mit dem Riff. Und da schlage ich auch oft mal die hohe E-Seite an, die ich eigentlich nicht anschlagen soll, aber es passiert halt. Aber wenn die ganze Band spielt, hört man das nicht. Insofern ist es nicht so schlimm. Aber eigentlich geht es mehr um die D-Seite, um die G-Seite, dann wieder die D-Seite. Und da kommt noch die H-Seite dazu, die noch einen schönen Zweiklang macht. Das wäre das Hauptriff. Ich spiele es jetzt noch mal ganz langsam, weil ich glaube, man kann es nicht so gut sehen. Und jetzt hier. Wenn dann die rechte Hand eigentlich ständig in Bewegung ist, hat man automatisch schöne Dead Notes, die mit dem Schlagzeuger und der ganzen Band zusammen mitgrooven. Insofern ist es gar nicht mal so schlecht, wenn so ein bisschen ein paar Noten mitschwingen, abgedämpft natürlich, die so ein bisschen auch mitgrooven. Es muss nicht alles immer sehr sauber gespielt sein, meiner Meinung nach. So, und dann haben wir im Strophenpart noch diese ganz einfachen funky Licks, weil da ist ja eigentlich die Konzentration auf Schlagzeuggroove und Basslinie. Und das ist auch manchmal gut, wenn da richtig viel Platz hat, so ein Song. Dann kommt der Gesang gut zur Geltung und auch die Botschaft. Und ich spiele da eigentlich nur im 12. Bund mit dem kleinen Finger, würde ich sagen, zwei Saiten ganz oben. Diese. Macht dann meistens hier unten auf der Strat so eine Mischung aus Steg- und Mittelpickup. Drehe die Gitarre voll auf. Und dann habe ich den ersten mit Plektrum gespielt gerade, weil ich aus dem Refrain kam. Und dann habe ich aber direkt gewechselt auf nur Finger und Fingernägel, weil das immer noch mal so ein bisschen funkiger klingt, meiner Meinung nach. Und dann hat man hier wieder so diesen ganz normalen, lockeren, angeborenen Schwung drin und hat es einfach ein bisschen leichter, finde ich. Und dieses
Das ist sozusagen mit dem Ringfinger dann zwei Saiten runter, die H-Saite und die G-Saite im 11. Bund. Hier merkt man dann schon durch die ganzen Dead Notes und dadurch, dass der Pickup recht höhenlastig ist und auch eine Strat an sich, hat man einen schönen perkussiven Schlagzeugsound und kann wunderschön eigentlich begleiten, wenn man mal selber gerade nicht im Mittelpunkt steht. So, man kann dann immer versuchen, einzelne Saiten zu treffen mit seinen Fingernägeln. Das gelingt aber nicht immer, mir auch nicht. Aber bei den obersten beiden ist es ein bisschen einfacher, weil die ganz zum Schluss kommen auf der Gitarre. Dann gibt es noch ein paar Chords. Obwohl ich weiß gar nicht, ob man das schon Akkord nennen kann. Das ist eigentlich nur ein Zweiklang und sind auch dieselben Töne. Die untere E-Saite und die D-Saite. Und dann vielleicht mit dem Ringfinger kann man die A-Saite so ein bisschen abdumpfen, abstoppen, dass die nicht mitklingt. Und dann hat man einfach einen etwas unterstützteren Ton. Ist, soweit ich weiß, ein Kreuz-9-Akkord, den man auch von Jimi Hendrix kennt. So, jetzt lassen wir die beiden Parts nochmal laufen. Einmal den Refrain direkt zu Beginn und dann nochmal die Strophe und dann könnt ihr selbst so ein bisschen dazu spielen, wenn ihr Lust habt und dann machen wir gleich weiter. 1, 2, 3, 4. Systematic breakdown, smash that artificial crap. Worried minds are way too full now. Need to get that freedom back. We've had enough for a very long time. Weaponless fighting the giant. Yeah. Walking in the shadows of the small night, shining the light on me. Got the change in my pocket and playtime, just the way it's supposed to be. Cause when your mind is blind and your eyes are dead and your heart's too mute to speak, I take a walk in the shadows of the small light and your mind here speak and see. So, der Strophenpart von Walking in the Shadows of the Spotlight ist eigentlich eher eine Basslinie, die wir mit der fast kompletten Band außer Schlagzeug unisono spielen, bestehend aus folgenden Tönen erklärt. Und zwar die E-Saite, die tiefe E-Saite im 3. Bund, spiele ich wieder mit dem Daumen. 1, 2, 3, 4, viermal angeschlagen. Dann die D-Saite auch im 3. Bund, im 4. und im 5. Dann die A-Saite im 2. Bund, im 3., im 4. und im 5. Und dann nochmal die D-Saite im 3. Aber so ein bisschen auf den 4. Bund mitgezogen, so ganz kurz. Spiel mal einmal langsam. Schlagzeug.
trotzdem Schlagzeug. So, der Song ist aber leider ein bisschen schneller und dadurch wird das Lick oder die Linie auch so ein bisschen schwerer, denn vom Timing her ist eigentlich so eine Sache wie mit dem Plektron ganz nah an der Seite. Und da besteht eigentlich die Hauptschwierigkeit, zumindest für mich. Das habe ich im Studio gemerkt. Live haben wir den Song leider noch nicht so oft gespielt, aber ihr werdet es dann hören, wenn wir endlich mal wieder live spielen dürfen, dass man sich da oft verspielen kann. Denn alle vier Töne hier zu treffen und dann direkt zu wechseln auf die D-Seite, ist relativ schwer. Gelingt mir auch nicht oft, aber ich üb's. Wir haben ja ein bisschen Zeit gerade. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Übung für diese kurzen Noten, die man so ein bisschen abstoppt, die sehr perkussiv sind. Da passt auch eine Telecaster eigentlich ganz gut zu. Ist eine sehr perkussive Gitarre für mein Empfinden. Und wir lassen jetzt einfach mal die zweite Strophe laufen. Da kann man das wunderbar üben und viel Spaß damit. Bevor wir die Strophe jetzt laufen lassen, machen wir vielleicht eben noch den Refrain. Der ist nämlich auch ganz gut, um so ein bisschen Timing zu üben und hier und da mal auch einen Akkord vorgezogen zu spielen. Ich weiß allerdings nicht, wie die Akkorde heißen, aber ich kann sie ein bisschen erklären vielleicht. Oder so wie ich sie spiele. Das ist die E-Seite im fünften Bund. Mit der D-Seite auch im fünften Bund und die G-Seite im sechsten Bund. Nur die drei. Dann kommt wieder so ein Kreuz 9, ähnlicher, ohne wahrscheinlich die 9, ist die A-Seite im fünften Bund, die D-Seite im vierten Bund und die G-Seite im fünften Bund. Und dann eigentlich der Akkord vom Anfang. Zwei Töne runter auf G. Also auch wieder dritter Bund, der Daumen auf der E-Seite, dann der Zeigefinger auf der D-Seite im dritten Bund und der Mittelfinger auf der G-Seite. Also. Und hier schlägt man dann immer eigentlich mit dem Zeigefinger gedrückt gehalten auf der hohen E-Seite, auf der B-Seite und die G-Seite mit dem Ringfinger im vierten Bund. Also eigentlich wie so ein Dur-Akkord. Dann kommt der erste neue Akkord. Das ist der 1, 2, 3, 4, 5, 6, siebte Bund mit der A-Seite. Im siebten Bund, im sechsten Bund die D-Seite. Und wiederum im siebten Bund die G-Seite. Und dann wieder der Akkord vom Anfang. Zweite vom Anfang und wieder G. Also. Na, ich fange nochmal an. 1, 2, 3, 4. Und dazwischen immer so leichte Dead Notes. Schön zum Schlagzeug passen. Also. Nur ein. Dann kommt der vorgezogene, das hört man im Refrain ganz gut, da gehen alle drauf, Saxophon, Bass, Schlagzeug, Hammond, alle, ich auch. Ist wieder der Akkord vom Anfang, dann geht es hier weiter mit den Akkorden und dann kommen nur noch so ein paar andere Akkorde und zwar C. Da wechsle ich, um es mir leicht zu machen, eigentlich nur die Bassnote mit dem Daumen und zwar von C zu, ja, ich würde jetzt mal vermuten, Cis. Dann wieder am Anfang, das G. Und den dann wieder vorgezogen. Ich spiele einmal schnell und dann langsam. Mal langsam.
Und jetzt lassen wir einfach die Strophe laufen und den Refrain, da könnt ihr selbst ein bisschen spielen. Das macht am meisten Spaß. Viel Spaß. Zweimal Spaß. Warum nicht? It would be like it was when it is. I wanna die like I'm gonna die. I'm gonna live like I wanna live. If the situation makes it hard, I will proudly refuse to be a pawn. Nothing between yes and no. You can stay, but I will go. Find another way to a brighter day, because the weather gets bent in the spirit. Network alcoholic junkies, smart old monkeys, voluntary military self-made donkeys, glued carefree to the TV to be free from the 1, 2, 3 go which they need to see. So very hard, so very smart. Taking it easy is a really bad part. But you don't wanna miss the easy life to live, and I'm a little further from the start, yeah. Walking in the shadows of the spotlight, shining the light on me. Got the change in my pocket in the playtime, just the way it's supposed to be. Cause when your mind is blind and your eyes are deaf, your heart's too mute to speak. I take a walk in the shadows of the spotlight, and your mind hears, speak and see. Zum Schluss noch ein Slow Blues von unserem neuen Album, I Wanna Thank You. Da habe ich mir jetzt die letzte Sequenz ausgesucht, so ein etwas längeres Gitarrensolo am Ende mit schöner Bandbegleitung und einfach ein bisschen drauf losgespielt. Da können wir jetzt eigentlich auch nicht viel üben, keine besonderen Licks oder so. Da könnt ihr alles drüber spielen, was ihr möchtet und was sich gut anfühlt. Das Einzige, worauf man auch da beim Slow Blues hier und da achten kann, ist, dass man vom Schlagzeuger mal eine Snare frei lässt, dann klingt es immer ziemlich gut, wenn die Snare viel Platz zum Atmen hat und wenn man so seine Licks eigentlich schön da drumherum aufbaut, so dass man nicht permanent übers Schlagzeug spielt, weil auch das hat dann einen schönen Groove und kommt vom Feeling her sowohl bei den Zuhörern als auch bei einem selber als Gitarrist ziemlich gut an. Also wenn ihr zum Beispiel so einen Schlagzeuggroove habt, der jetzt war ich gerade mal auf der Snare, aber wenn man das mit dem Akkord mal ist, dann ist der Schlagzeuger nicht so sauer.
Schluss noch mein Lieblingslied von Albert King. Das kann man eigentlich nicht erklären. Das muss man sich anhören. Die Nummer heißt Can't You See What You're Doing To Me? Ist in B-Flat. So viel kann ich verraten, dass die hier losgeht. Und zwar im 14. Bund auf der H-Seite. Da wird gezogen. Und wenn man sich das raushört, hat man eigentlich einen halben oder fast sogar den ganzen Tag zu tun, da die Töne genau zu treffen. Ist aber die perfekte Übung für schöne Bandings. Und man hat eigentlich sein ganzes Leben Spaß damit. Das ist und bleibt unerreicht. Also kein Stress. Das hat mir viel Spaß gemacht, hier die Videos für euch zu drehen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder, wenn wieder Konzerte erlaubt sind und wir wieder für euch spielen dürfen. Vielen Dank, alles Gute und bis bald.